Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Pony Battle. Dieses Mal bin ich tatsächlich ein bisschen im Off unterwegs. Und zwar liegt es daran, dass die Runde echt irrsinnig lange gedauert hat. Ich habe erst angefangen, die live zu kommentieren, habe mir dann gedacht, nee, come on. Wir müssen jetzt in der letzten Folge so oder so gucken, dass wir so ein bisschen einteilen, welche Waffen jetzt tatsächlich die besten Starterwaffen sind, meiner Meinung nach. Ihr könnt eure Meinung natürlich immer in die Kommentare schreiben. Da bin ich auch super interessiert dran. Grundsätzlich werde ich jetzt heute meine Meinung geben. Dann könnt ihr euch entweder danach richten oder wenn ihr eben halt nicht wollt, müsst ihr das ja natürlich auch nicht. So, hier ist jetzt auf jeden Fall... Ich werde immer zwischendurch noch kommentieren, was ich hier mache, warum ich was mache und so weiter. Heute ist auf jeden Fall die P90 dran. Die P90 ist die letzte Waffe auf unserer Liste, die wir natürlich noch, ja, vorstellen müssen. Wir haben die Shotgun gemacht, die war im letzten Video. Falls ihr das nicht gesehen habt, am Ende des Videos ist eine Playlist verlinkt. Dann könnt ihr da gucken, wie das da aussieht. Grundsätzlich war das ein richtig geiles Match. Also, ich muss mich jetzt kurz mal dran erinnern. Doch. Das war ein richtig geiles Match. Dementsprechend gönnt euch das auf jeden Fall. Wir haben aber auch schon die AK. Die haben wir schon länger und öfter ausprobiert. Die haben wir ja von vornherein. Dann haben wir die RPG, also den Raketenwerfer, ausprobiert. Wir haben die Sniper ausprobiert. Wir haben die M16 ausprobiert. Und wir haben die AUG ausprobiert. Das heißt, wie gesagt, wir sind jetzt im letzten Video von den Anfangsvideos. Oder von den Anfangswaffen. Was bist du denn für einer? Was willst du denn hier auf meinem Panzer? Junge, hau mal ab, ey. Also bis jetzt haben wir halt auch noch nicht viel gemacht mit der P90, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt die ganze Zeit ziemlich viel mit dem Panzer unterwegs. Ich finde es halt eigentlich auch ganz nice, den Panzer zu benutzen, wenn man dann die Möglichkeit hat und man hat jemanden, der den Panzer halbwegs gut, ja, einsetzen kann, dann sollte man das vielleicht auch machen. Grundsätzlich gibt es nämlich immer mal welche, die mit dem Panzer eher so, ja, ihr Unsinn anstellen und dann ist es auch ungeil, wenn man dann dementsprechend halt nicht so viel, ja, erreichen kann. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall den Punkt eingenommen, das heißt, wir bewegen uns jetzt wieder in die Richtung des nächsten Punktes. Währenddessen kann ich euch natürlich ein bisschen was darüber erzählen, worüber oder wie ich mir die Gedanken gemacht habe, wie es so aussieht wegen der unterschiedlichen Waffen. Nummer 1, die Sniper. Die Sniper ist natürlich sehr defensiv ausgelastet, damit könnt ihr eben halt vor allen Dingen aus weiter Entfernung angreifen. Ist ganz nice, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man eben halt sehr gut zielen kann, wenn man eben halt auch nicht so sehr schnell in der Reaktion ist, kann die Sniper tatsächlich einiges bringen. Aber natürlich ist es dann auch so, dass ihr damit eben nicht großartig rushen könnt. Ihr könnt euer Team nicht wirklich sehr stark damit unterstützen, Punkte einzunehmen. Das ist ein bisschen doof, weil das Spiel ist natürlich größtenteils darauf aufgebaut, Punkte einzusammeln oder beziehungsweise zu übernehmen. Und da müssen wir dann natürlich dementsprechend auch helfen. Und als Sniper könnt ihr zwar die schon eingenommenen Punkte ganz gut verteidigen, aber ihr könnt nicht wirklich so gut dafür sorgen, dass ihr... Ja, jetzt kommt die P90 vielleicht das erste Mal zum Einsatz. Könnt ihr nicht so gut dafür sorgen, dass ihr neue Punkte einnimmt. Das ist so ein bisschen schade. 12 Damage pro Punkt. Alles klar, komm. Alter, da ist einfach der Panzer dann auf einmal hinter mir und ballert mich ab. Ich glaube, ein Gegner hat meinen Panzer übernommen. Das war dumm. Ich hätte den Panzer entweder zerstören sollen oder halt erst verlassen, wenn der schon fast kaputt ist. Wir gehen zu B und gucken, dass wir... Alles klar, den nehmen wir schon mal nicht. Und gucken, dass wir einen Punkt wieder einnehmen. Wir haben jetzt gerade B und D. A ist eingenommen von den Gegnern und C ist offen. Vielleicht gehen wir dann zu C oder zu A. Ist ja egal. Also, das nächste ist... die Sniper hat auch keine besonderen andere Fähigkeit. Also, er kann nicht healen oder sowas. Ist ein bisschen problematisch. Dann haben wir die AUG. Die AUG, finde ich, aktuell ist die schwächste von allen. Ich weiß nicht. Grundsätzlich ist es einfach... Oh, was passiert hier? Was mache ich hier? Ich kann auf jeden Fall so keinen killen. Kann ich den hier wenigstens so killen? Okay, es war völlig sinnlos, das so zu machen. Grundsätzlich, die AUG hat C4. Kann geil sein, um Sachen zu zerstören, aber dafür müsst ihr halt super nah an die Panzer rankommen. Schwierig. Zumindest denke ich, dass es C4 ist. Oder es sind Annäherungsgranaten. Ich habe es auf jeden Fall nicht einmal geschafft, die einzusetzen so richtig. Das heißt, ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. AUG, die Klasse mit der AUG,
ist nicht mein Fall. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich die nochmal ausprobieren soll oder ob ihr denkt, die wäre eigentlich, alles klar, das Boot ist auch schon wieder kaputt, die wäre eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ihr könnt gerne diskutieren in den Kommentaren, bleibt nur fair und ja, sagt einfach, was ihr so denkt, das interessiert mich natürlich definitiv. Das nächste oder der nächste Fall ist die, was nehmen wir, die M16. Die M16 ist auch ein Assault Rifle, würde ich jetzt sagen. Die hat relativ viel Damage, hält relativ gerade und kann auch ziemlich, die gibt sehr viel Damage. Und was natürlich richtig cool ist, die gehört zum Medic. Und der Medic kann nicht nur andere Spieler wiederbeleben, sondern auch sich selber und andere heilen. Und dadurch halt hat er einfach so viel Durability. Du kannst halt hingehen, du fängst einen Fight an, wirst 8-mal getroffen oder so, killst den Gegner, guckst dann, dass du irgendwie dich in Schutz begibst, ob du jetzt in ein Auto gehst oder sonst was, und healst dich da einfach selber. Mega nice. Mega, mega nice. Ist auf jeden Fall, ist eine Top-Tier-Class. Würde ich schon sagen. Also wenn man das jetzt einteilen würde, wäre der für mich auf jeden Fall eine S-Tier-Klasse. Der ist nämlich echt richtig, richtig nice. Das nächste, was wir haben, ist die Shotgun. Die Shotgun ist so zwiegespalten. Die Shotgun haben wir beim letzten Mal ausprobiert. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Was kann ich dazu sagen? Die Shotgun macht irrsinnig viel Damage auf Close Range. Die Shotgun ist relativ schnell im Nachladen. Ihr habt natürlich immer nur einen Schuss, aber die ist relativ schnell. Das heißt, ihr könnt relativ gut auch die nächste Attacke ansetzen. Ihr müsst aber erst in Close Range kommen. Das heißt, alles, was dazwischen ist, ist halt ungeil. Ihr habt natürlich die Pistole noch, aber die hilft euch ja auch auf Long Range nicht so, so viel. Was sollen wir sagen? Was soll ich sagen? Also, die Waffe ist so meh, aber jetzt kommt's. Die kann Panzer und andere Fahrzeuge reparieren. Das war nice abgeschossen jetzt übrigens gerade. Die kann Fahrzeuge reparieren. Das heißt natürlich, ihr seid darauf ausgelegt, entweder im Panzer mitzufahren oder einen Panzer selber zu fahren. Was ja ultra geil ist. Kriegen wir den Panzer hier? Nein, da ist einer drin. Shit. Okay. Das heißt natürlich, dass wir die Panzer fahren können, können damit Punkte einnehmen, und wenn wir fast zerstört sind, fahren wir irgendwo an der Ecke, so dass wir uns healen können oder den wieder neu aufbauen können und können dann dadurch eben dementsprechend dafür sorgen, dass wir ja eben dadurch halt mehr Pressure auf andere Gegner machen. Finde ich tatsächlich auch ziemlich top tier. Also wenn ihr dann tatsächlich im Nahkampf seid, könnt ihr damit super viel anstellen. Wenn ihr aber nicht im Nahkampf seid, könnt ihr natürlich dafür sorgen, dass ihr entweder die ganzen Fahrzeuge von anderen wieder repariert, oder ihr könnt gucken, dass ihr, ja, dass ihr euer eigenes Fahrzeug repariert. Ich find's ganz nice. Ich find's echt richtig, richtig nice. Deswegen ist der trotzdem eine S-Tier, obwohl ich die Waffe nicht so geil finde, aber er ist trotzdem eine S-Tier, weil er eben so eine gute Fähigkeit hat. Dann kommen wir zur P90. Die P90, die wir jetzt gerade hier sehen, finde ich persönlich echt nicht geil. Ich finde, die schießt relativ schnell, die macht auch relativ viel Damage für die Geschwindigkeit der Kugeln, aber irgendwie gibt die mir nichts. Also, ich glaube tatsächlich, das sind hier auch die Annäherungsgranaten, die hier die P90 hat. Ich bin mir nicht... Nee. Die P90 hat Munition. Die P90 hat Munition. Und die Munition... Ja, gut. Geil. Da kann ich halt auch zu irgendeinem Stützpunkt fahren und kann mir da Munition holen. Wisst ihr, was ich meine? Also... nicht ganz so geil. Nicht ganz so geil. Ist, ganz nett, aber nicht das Beste, was man so kriegen kann. Ja, jetzt steigen wir hier einmal um. Nice. Gut weggesnackt, Whitey. Richtig gut weggesnackt. Ja, was wollt ihr hören? Ist nochmal deutlich besser als die AUG, weil man die Fähigkeit dann doch etwas öfter einsetzen kann als eben diese Annäherungsgranaten. Aber... Oh, nimm dir den Panzer. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Kannst du hier ein bisschen was wegsnacken. Nice. Hast du richtig schnell reagiert, Whitey. Wirklich gut. Ja, auch da nochmal den Kill geholt. Deswegen ist die Waffe jetzt tatsächlich deutlich näher dran an
ja, ist deutlich besser als die AOG, weil die AOG halt eben Fähigkeiten hat, die jetzt nicht so irrsinnig gut sind, aber ist halt doch auch nicht das Beste. Es ist halt auch nicht das Beste. Guck mal, wie viel Damage die mir drücken hier. So, und jetzt kommt das letzte, die letzte Tier, die ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Und zwar ist das die RPG. Die RPG hat halt den Raketenwerfer. Das ist im Prinzip schon die Fähigkeit, die der hat. Mit dem Raketenwerfer könnt ihr eben dementsprechend verschiedenste oder ihr könnt halt Gegner killen. Ihr könnt versuchen, damit irgendwie Fahrzeuge zu zerstören, was ja auch super geil ist. Und ihr könnt damit halt einfach sehr viel Pressure aufbauen. Sehr, sehr viel Pressure auf die Gegner. Das heißt, ihr könnt die super hart unter Druck setzen. Ist natürlich ultra geil. Wäre aber super kacke, wenn ihr keine weitere Zweitwaffe hättet. Und das ist häufig bei ganz vielen Sachen ist das so, dass die RPG die Primärwaffe ist und dann habt ihr noch eine Pistole dazu. Und das ist echt runzig. Das ist wirklich runzig, weil dann könnt ihr nicht wirklich viel machen. Hier ist es tatsächlich so, ihr habt eine MP4. Ich glaube, es ist eine MP4 oder eine UMP. Eine UMP kann es auch sein. Auf jeden Fall ist es eine Waffe, die ihr super gut einsetzen könnt als Nahkampfwaffe. Das heißt, ihr habt ihr habt die RPG und ihr habt eine UMP und könnt damit halt auch noch Gegner abballern. Und die macht tatsächlich nur etwas weniger Damage als die AUG, als die AUG. Und die kann halt nicht mit einem Zielfernrohr zielen, sondern halt nur über Kim und Korn. Aber das ist halt auch nicht das große Problem. So sehe ich das zumindest. Und deswegen gehört die RPG auch zu der Top-Tier. Jetzt muss ich natürlich noch einranken. Was ist wirklich das Beste, meiner Meinung nach? Was ist die beste Tier, die es aktuell gibt? Als Startergruppe. Killen wir den? Ja. Als Startergruppe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Medic ist meine absolute Lieblingsklasse. Der kann sich selber healen, der hat dadurch einfach deutlich mehr Leben als alle anderen. Ultra geil. Mega geil. Finde ich super, super geil. Das zweite ist, würde ich sagen, die RPG. Die RPG ist halt so, dass ihr sehr, sehr gut eben die Gegner unter Druck setzen könnt, wie ich schon gesagt habe, und dann könnt ihr halt Punkte super gut einnehmen. Also Platz 2 ist die RPG, also der Raketenwerfer. Platz Nummer 3 ist die Shotgun. Die Shotgun mit dem Repair-Kit. Warum sind die nur Platz 3, wenn ich doch so gerne eigentlich die Panzer fahre mittlerweile? Die sind auf Platz 3, weil man eben erstens nicht immer einen Panzer zur Verfügung hat. Das heißt, wenn ihr dann das Glück habt und ihr habt einen Panzer, könnt ihr natürlich auf die Klasse gerne wechseln. Aber wenn ihr keinen Panzer habt, habt ihr eben halt auch nichts, was ihr wirklich nutzen könnt als Fähigkeit. Und was auch eben problematisch ist, wenn ihr einmal mitten in einem Fight seid, könnt ihr natürlich auch nicht aussteigen und mal eben einfach reparieren. Sondern ihr müsst dann natürlich da auch für sorgen, okay, nicht abstürzen. Müsst ihr natürlich auch dafür sorgen, dass ihr eben halt irgendwo einen Ort findet, wo ihr euch ganz einfach reparieren könnt. Und das ist echt schwierig. Das ist teilweise natürlich, wenn ihr gerade unter Druck seid, ist es super schwierig, einen Punkt zu finden. Zusätzlich, dass man eben halt immer die Möglichkeit hat, dass man euch dann halt einfach, dass man euch einfach das Fahrzeug klaut. Und das ist halt immer echt problematisch. Also, das ist mir häufig vorgekommen tatsächlich, dass man mir dann einfach mein Fahrzeug geklaut hat, während ich das repariert habe. Und dann sind die Leute ohne mich sogar noch weggefahren. Ja, naja, was soll ich sagen? Und auf dem letzten Platz ist, Zwischenplatz ist natürlich dann hier noch die Sniper und die P90. Mit denen kann man halt was anfangen, ist aber halt nicht so geil, um irgendwelche Punkte einzunehmen. Deswegen finde ich, das ist ein bisschen schade. Und als letztes ist auf jeden Fall die AOG. Die AOG finde ich einfach nur ranzig. Ich weiß nicht warum, die macht mir zu wenig Damage. Die ist irrsinnig langsam, der Bullet Drop ist irrsinnig schlecht. Auf Nah- und auf Fernkampf finde ich die kacke. Weiß nicht. Also dann kann ich auch besser mit Kimme und Korn hier zielen, dann kann ich halt auch auf das Zielfernrohr verzichten, wenn das halt dann im Endeffekt das Einzige ist, was diese Waffe zur Verfügung stellt, außer eben sich selber, und sie ist halt selbst einfach nicht geil. Die ist halt einfach nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
So. Was ist eure Meinung? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich würde das wirklich, wirklich gerne wissen. Wenn ihr weitere Videos zu Polybattles sehen wollt, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Wir haben ja jetzt alle, im Prinzip alle Waffen einmal durchklamüsert. Wenn ihr noch was Neues hören wollt, wenn ihr was Neues sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es ist natürlich super wichtig zu wissen einfach, was ihr sehen wollt, denn das ist ja nicht immer so ganz einfach zu verstehen. Grundsätzlich macht mir das Spiel auf jeden Fall mega Spaß. Ich möchte weiterhin das Spiel auch spielen. Dementsprechend, ich brauche ein paar Ziele. Vielleicht versuche ich einfach ein bisschen was zu leveln oder so. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns auch beim nächsten Match. Bis dann und ja, ciao.